Hi, heute sind wir im Premium Resort im Power Garden in Schwetzingen und trainieren heute die Hoffenheim Mädels. Wir haben heute drei verschiedene Inhalte. Das ist einmal Spinning, das ist einmal ein Mobility-Zirkel, wie ihr gerade im Hintergrund seht. Und dann machen wir noch einen Kraft- und Athletik-Zirkel. Der Hintergedanke des Ganzen ist, dass die Mädels gestern ein Spiel hatten, sind also ein bisschen beinmüde und dementsprechend passen wir den Kraftzirkel an, dass heute vor allem der Fokus auf dem Oberkörper liegt. Macht einfach deshalb Sinn, dass die Beine noch ein bisschen ausruhen können und wir aber verschiedene diverse Kraftparameter und Beweglichkeitsparameter im Zirkel eben trainieren können. Genau, das mit dem Spinning kennen wir ja schon. Das ist immer eine willkommene Abwechslung zu dem Alltag in der Vorbereitung. Ich glaube, wir nehmen alles, was mal so ein bisschen Abwechslung reinbringt, nehmen wir gerne mit. Lass uns mal voll überraschen, was auf uns zukommt. Das klingt erstmal richtig cool und dann mal schauen, was auf uns zukommt. Ja, Fitness ist elementar für den Fußball. Wenn du nicht laufen kannst, wirst du nicht in der Lage sein, deine Zweikämpfe zu gewinnen. Wenn du ermüdet bist, wirst du nicht in der Lage sein, saubere Pässe zu spielen. Deswegen ist Fitness durchaus sehr bedeutend. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, solche Einheiten wie heute zu haben, dass wir nicht nur auf dem Platz Fitness haben, sondern vielleicht auch, wie heute hier durch Spinning oder durch den Kraftgarten raus, mal andere Reize wieder zu setzen, die Spielerin runterholen vom Rasen, einfach mal auch andere Möglichkeiten aufzuzeigen. Von daher glaube ich, es ist hier heute eine tolle Geschichte.